Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Das ist er nun. Michael Müller wurde mit sehr guter Mehrheit zum neuen Regierenden gewählt. Glückwünsche von allen Seiten. Gleich alles zur Bürgermeisterwahl. In unseren Nachrichten bleiben Sie dran. Leben direkt am Meer. Wohnen unmittelbar am Strand von Rügen, Deutschlands größter Insel. Das Projekt Neues Prora verbindet großzügigen Wohnkomfort mit weltbekannter Architektur. Außendenkmal innen komplett neu erfunden. Lichtdurchflutete Apartments laden ein zum Wohlfühlen und Genießen. Hier hat man, glaube ich, eine Lage, die einmalig ist. Und das verspricht einfach eine gute Rendite für eine Immobilieninvestition und auch eine sichere Anlage. Leben Sie Ihren Traum. Profitieren Sie von den lukrativen Steuervergünstigungen dank staatlich geförderter Denkmalschutz-AFA. Das macht Kaufen günstiger als Mieten. Für einen persönlichen Termin und weitere Informationen erreichen Sie uns telefonisch unter 030 3000 720 oder im Internet unter www.neues-prora.de. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 11. Dezember. Berlin hat einen neuen Regierungschef. Der SPD-Politiker Michael Müller ist am Donnerstag bereits im ersten Wahlgang zum neuen regierenden Bürgermeister gewählt worden. Der bisherige Stadtentwicklungssenator löst Klaus Wowereit ab, der nach 13,5 Jahren an der Spitze des Berliner Senats zurückgetreten war. Müller erhielt 87 von 146 abgegebenen Stimmen. Die rot-schwarze Koalition hat 85 Stimmen im Parlament. Dabei muss er mindestens 2 Stimmen aus der Opposition erhalten. 2 Piraten und eine Grünen-Abgeordnete fehlten in der Sitzung. Die Abgeordneten von SPD und CDU hatten angekündigt, geschlossen für Müller zu stimmen. Zur Wahl gereicht hätte eine Mehrheit von 75 Stimmen. Herr Michael Müller ist damit zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Herr Müller, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Unmittelbar nach der Wahl wurde Müller vereidigt. Seine Frau, seine beiden Kinder und seine Eltern verfolgten die Wahl von der Zuschauertribüne aus. Einer der ersten Gratulanten war Wowereit, dessen Wunschnachfolger Müller lange Jahre war. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr regierender Bürgermeister, ich überreiche Ihnen nun gemäß § 2 Absatz 2 Senatorengesetzes die Berlin die Urkunde über Ihre Wahl. Herzlichen Glückwunsch und alles. Müller ist also der neue erste Mann im Land. Zu Beginn der Parlamentssitzung hatte Abgeordnetenhauspräsident Ralf Wieland noch das Rücktrittsschreiben von Klaus Wowereit verlesen. Und zum Abschluss 3 ganz persönliche Worte. Mach's gut, Klaus. Am Morgen hatte Wowereit als letzte Amtshandlung seine 8 Senatoren verabschiedet. Neben Wowereit schaltet auch der bisherige Finanzsenator Ulrich Nussbaum aus dem Senat aus. Müller fuhr nach seiner Wahl ins Rote Rathaus, um seine Regierungsmannschaft zu ernennen, je 4 Senatoren von SPD und CDU. Neu in den Senat kommen Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel. Wenig später wurden auch sie im Abgeordnetenhaus vereidigt. Müller bekam Gratulationen aus allen Richtungen, nicht nur von den Schornsteinfegern, die extra ins Rote Rathaus kamen. Natürlich gratulierte auch der Koalitionspartner CDU. Aber auch Gewerkschaften und Unternehmensverbände hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. Müllers erster Tag hat es in sich, nachdem er auch noch zum Treffen der Ministerpräsidenten und zur Kanzlerin musste. Ich freue mich auch darauf. Freue mich darauf, dass ich mich dieser Verantwortung nun auch in der neuen Rolle stellen kann und gemeinsam mit einem guten Team und durch die Unterstützung des Parlaments dann gerade auch in den Bereichen, die mir besonders wichtig sind, das haben Sie in den letzten Wochen ja besonders intensiv mitverfolgt, Wirtschaft, Arbeit, sozialer Ausgleich, Bildung natürlich auch oder Stadtentwicklung, dass wir da also auch viel voranbringen können. Mehr zur Wahl des neuen Regierenden und Stimmen aus anderen Fraktionen, Reaktion auf die Wahl und vor allem, was meint der neue Regierende selbst? Mehr dazu am Abend um 18.10 Uhr und um 22.10 Uhr in einem TV Berlin Spezial unter dem Motto Thema des Tages.
Und es gibt noch andere Meldungen von heute. Erneute Twitter-Aktion der Berliner Polizei. 12 Stunden lang will die Polizei am Freitag über die alltägliche Arbeit ihrer Streifenpolizisten per Twitter informieren. Am Freitag geht es von 12 bis 24 Uhr um das Geschehen auf der Wache und die Einsätze der Streifenwagen. Zusätzlich zu den deutschsprachigen Kurznachrichten wird in einem neuen Twitter-Kanal auf Englisch und Türkisch geschrieben. Dieser mehrsprachige Kanal wird auch künftig genutzt werden. Bereits im Sommer twitterte die Berliner Polizei in einer deutschlandweit neuen Aktion 24 Stunden lang alle Einsätze, die über die Notrufzentrale abgewickelt wurden. 1030 Nachrichten wurden damals abgesetzt. Stabile Krebsdiagnostik. Das gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen hat einen aktuellen Berliner Krebsbericht herausgebracht. Danach sind in Berlin in den Jahren 2010 und 2011 jährlich rund 17.400 neu diagnostizierte Krebsfälle gemeldet worden. Das bedeutet, dass jährlich etwa 5 von 1.000 Männern und etwas weniger als 5 von 1.000 Frauen in Berlin die Diagnose Krebs gestellt wurde. Im Jahre 2014 werden etwa 19.000 Krebsneuerkrankungen erwartet. Die häufigsten Krebsneuerkrankungen bei Männern betreffen Prostata, Lunge und Darm. Bei Frauen sind es Brustdrüse, Lunge und Darm. Somit entfällt sowohl bei Männern als auch bei Frauen auch etwa die Hälfte aller Krebsneuerkrankungen auf die jeweils 3 häufigsten Krebsarten. Untersuchung zur Mietenbremse. Die geplante Mietpreisbremse wird nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft flächendeckend wirken. Eine am Donnerstag vorgelegte Untersuchung für die Städte Berlin und Köln ergab, dass die Regelung bei einem großen Teil der Neuvermietungen greifen dürfte. Das Institut hatte knapp 80.000 Inserate einer Internetplattform ausgewertet. Demnach würden in Berlin 60% der inserierten Wohnungen unter die Mietpreisbremse fallen. In Köln wären es 43%. Die Mietpreisbremse soll noch im Januar vom Bundestag beschlossen werden und im Frühjahr 2015 in Kraft treten. Ja, und gleich gibt es das Wetter, also bleiben Sie dran. Leben Sie Ihren Traum von einer attraktiven Wohnanlage und profitieren Sie von den staatlichen Förderungen. Ihre Wohnung am Meer finden Sie unter www.neues-prora.de. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht kann es gebietsweise immer wieder leichten Regen geben. Die Tiefstwerte liegen um die 2 Grad. Am Freitag gibt es zwar einen merklichen Anstieg der Temperaturen, ein Sturmtief bringt aber jede Menge Regen und Windgeschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometern. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Samstag beruhigt sich die Wetterlage langsam wieder. Es bleibt aber auch in den Folgetagen windig. Das Quecksilber pendelt sich bei etwa 5 Grad ein. Am Wochenende bleibt es die meiste Zeit über trocken und auch die Sonne kommt ab und an zum Vorschein. Ab Montag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit aber bereits wieder an. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.